Postausgang. Happy Birthday, Emily. Wie ist es so, 28 zu sein? Tut mir leid, dass ich nicht bei dir sein kann, aber ich hoffe, du hast richtig Spaß mit deinen Freunden auf der Nexus. Lass krachen! Hast du mein Geschenk bekommen? Ich habe den Zwinger extra für ihn gebaut. Ich weiß, er kann Buster nicht ersetzen, aber es heißt, wenn man einen Arty von klein auf groß zieht, bleibt er einem ein Leben lang treu. Gib ihm einen guten Namen und erzähle ihm viel Gutes von mir, damit er weiß, dass ich auf deiner Seite stehe. Hoffentlich ist deine Geburtstagsparty so großartig, wie du es bist. Nächstes Jahr feiern wir zusammen. Du, ich und der kleine Kerl. Ich liebe dich. Astur. Transfergesuch abgelehnt. Remitus. Ich habe Ihr Gesuch erhalten. Es tut mir sehr leid, aber ein Transfer ist momentan nicht möglich. Ich verstehe, dass Sie nach Ihrer Schwester suchen möchten, die sich auf der Turianischen Arche befand. Aber da wir seit unserer Abreise aus der Milchstraße keinerlei Kontakt mit der Nathanos hatten, wären Ihre Mühen umsonst. Die Initiative braucht Sie hier auf Ios, um Methoden zur Erhaltung der Lebensfähigkeit zu erforschen. Ihre Arbeit ist für uns alle wichtig. Sie müssen Geduld haben und warten, bis wir Nachricht vom Verbleib der Nathanos erhalten. Edison. Hey, alles klar? Hey, Jungspund! Hoffentlich ist da unten alles in Ordnung. Es gibt Gerüchte über die unfreundlichen Bewohner, aber damit kommst du schon sicher klar. Ich wollte nur sagen, dass die Sache über die letzte Woche geredet ist, haben wir... Ja, die läuft. Sloane hat heute das Signal gegeben... Wir machen es morgen. Wenn alles nach Plan läuft, nehme ich dich mit hierher, um zu feiern. Wenn nicht, naja, wir hatten's gut. Wir bereuen nichts, oder? Pass auf dich auf. Bis bald. Ist das vielleicht einer der Exilanten? Vielleicht ist es einer der Exilanten gewesen. Der jetzt ist vorbereitet alles. So, wir hatten, das mache ich jetzt mal ganz kurz, wir hatten Helios Aufgaben, Ios, das Geheimprojekt. Damit wir nicht dran vorbeilaufen. Da drin. Oh, da. Müsste es dann hier nicht mehr Tote geben? Nicht, dass ich mich beschweren will. Für ein Massaker sind hier wirklich nicht genügend Leichen. Was, wenn sie weggebracht wurden? Wir wissen, dass sich die Nexus nicht die Mühe gemacht hat, sie abzuholen. Sie denken doch nicht, es könnten die Cat gewesen sein. Das ist keine schöne Vorstellung. Die Frage ist, was machen die Cat mit denen? Das weiß man ja nicht. Warum sollten die irgendwie sowas machen? Also die Überbrückung funktioniert, aber... Sam, wurde die Tür von außen verriegelt? Ja, Pathfinder. Offenbar wurde vor der Energiedrosselung eine manuelle Abriegelung durchgeführt. Wieso das denn? Das verhindert doch nicht, dass etwas reinkommt. Es verhindert, dass etwas rauskommt. Oh, das hört sich nicht gut an. Okay, botanische Analyse. Sekundärterminals. Wir haben hier keinen Zugriff. Sam? Sofern es sich um einen Standardaufbau handelt, befindet sich der Hauptzugang tiefer im Inneren. Hier ist es viel zu ruhig. Streben on Air. Mediastream der Initiative. Okay. Ach, Radio, Fernsehsender. Sieht aus, als hätten sie es eilig gehabt, von hier zu verschwinden. Den Berichten zufolge wurde die Evakuierung durch die Kette gestört. Pathfinder, zum Zeitpunkt der Abschaltung wurde ein Wartungsbericht veröffentlicht. Und was steht drin? Lauft. Ein Kolob! Überbrücken Sie die Steuerung! Schließen Sie die Tür! Tempest! Was? Wir haben es mit einem unbekannten Gegner zu tun! Evakuieren Sie den Pathfinder! Wow, nicht so schnell! Negativ, Harper, wir müssen uns bedeckt halten. Cat nähern sich ihrer Position. Was? Und dieses Ding? Oh Mann! Verfluchte Scheiße! Ehrlich, das würde ich auch gerade sagen. Alter, was für ein Vieh! Drecksvieh! Noch ein Drecksvieh, hallo, guck mal, was ich habe. Alter, das Vieh, der echt. Wie kommt denn das da eigentlich hoch, ey? Hier bin ich.
noch ein Landungsschiff mit Verstärkungstrumpfen. Seien Sie vorsichtig! Fuck, Alter. Wir müssen, Alter Schwede. Ist erledigt. Wir haben es geschafft. Vergessen Sie da nicht etwas? Die Cat zum Beispiel? Was? Welche Cat? Super nützlich. Leider hält die nicht sehr lange. Alter Schwede, von wo kommen die noch? Hier, von der Seite. Aua, Alter! Ich verstecke mich. Ich brauche auf jeden Fall, ja, so. Rexvieh! Achtung, Granate! Alter, da hinten auch noch. Wie viele sind denn hier? Nein, das reicht nicht. Komm her, zeig dich. Nächsten. So. So, waren das jetzt alle, bitte? Danke. Nee, immer, doch nicht. Immer noch nicht. Was ist denn das? Start, bam, stopp, du Drecksvieh. Das war's? Wir haben's geschafft. Kein Wunder, dass Anlage 2 gescheitert ist. Egal, wie beständig sie sein sollte. Jetzt mal alles nachladen, was ich habe. Junge, Junge, Junge. Es überrascht mich, dass die Nexus auf Eos weiterhin einen Außenposten errichten will. Sie kennen doch das Sprichwort, aller guten Dinge sind drei. Diesmal werden wir es hinkriegen. Alter Schwede, dann muss man ein bisschen Militär auffahren hier. So, ich wollte aber ins Logbuch und ich wollte... Nein, das nicht. Ilios, Ios, das hier. Das wollte ich jetzt abschließen. Und danach gucken wir mal nach. Wir haben bestimmt Fähigkeiten, die wir einsetzen können. Das ich so, hatte schon gehört, dass der Angriff auf Beständigkeit schlimm war. Aber das hier... Oh, verdammt. Die Initiative ist keine militärische Organisation. Sie waren auf einen Überfall nicht vorbereitet. Hm. Hätte man aber bedenken können. Pläne für Spezialprojekt Sigma. Sie haben etwas gebaut, aber es fehlen Teile. Ich habe eine Komponente für das Projekt von Anlage 2. Hey! Was für ein Zufall. Wir gucken uns den Fähigkeiten. Kampf, natürlich. 4 Punkte haben wir. Wir packen was in die Schrotflinte. Und dann haben wir noch einen Kampffitness. Genau, das packen wir dahin. Um uns ein bisschen aufzurüsten. So, Cora. Den Sturmangriff, der ist ziemlich heftig. Wir haben nur 2 Punkte für die. Dann kriegt sie Defensiv-Ausbildung.
Ja, mehr kann sie sich nicht leisten. Und dann V-Tron noch. V-Tron kriegt Energiepanzer. Und Schmugglerin, Waffenschaden, Waffenschaden und Gesundheit. Nehmen wir beides. So, jetzt habe ich noch zwei verfügbar. Machen wir hier nochmal was drauf. So. So. Sehr gut. Damit hätten wir alles ausgegeben. Alles, was wir können. Okay, für den Rest brauchen wir den Nomad. Okay, okay. Weil wir müssen, ich glaube, wir müssen da hinten irgendwo hin. Gut. Schnappen wir uns den Nomad und suchen nach den Komponenten. Tja, und dann müssen wir gucken, dass wir das hier so ein bisschen gemütlicher hinkriegen, ne? Hier nicht so einen Sturm und sowas machen. Hey! Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Boah. Manchmal lasse ich auf der Reise meinen Gedanken freien Lauf. Und plötzlich habe ich einen Tagtraum, in dem Callow ein Spion mit einem Doppelleben ist. Das würde eher zu Ihnen passen. Die Dinger können wir scannen, ne? Jawohl. Dann gucken wir uns das Ganze hier mal an. Alle schon tot und die redet immer noch. Oh, Moment. Vanadium. Daraus macht man übrigens Werkzeug. Vanadium. Wasser? Komm da rein. Ich dachte, da kommt was aus dem Wasser raus. Salarianischer Verstärker. Wofür man auch immer das braucht. Also die ganzen. Ah, hinten ist noch. Der, da sind noch. Halt, kann man die pflanzen? Nee. Da. So, vier weiter? Warte. Aus, als wären die Cat schon vor uns hier gewesen. Temposchwelle! Wieso, ist hier eine Limitierung oder was? Was ist das? Irgendwas Reliktmäßiges. Aber wir können nichts scannen. Drecksvieh. Drecksvieh. Netter Schuss. Ich habe keine Munition mehr. Fuck. Ich bin doch immer an der Kiste vorbeigelaufen. Wir haben Ziele. Wir haben Ziele. Munition niedrig. Ist nicht so geil. Das Lithium, ich klau den das. Lade nach! Auch keine Munition. Ich habe keine Munition von nichts mehr. Dann muss es halt so, oh Nickel. Hier war doch gerade
Da was. Lithium. Okay, ein Cat-Schiff. Auch alles Cat. Noch ein Cat-Schiff. Ein Zugwagen. Okay, gehen wir wieder zurück zu einem Nomad. Ich habe keine Munition mehr. Scheiße, ich brauche so ein Munitionspack. Weg da. Das ist auch interessant. Aber, also ja, da sind wir. Ah, ein Außenposten. Da können wir einen Außenposten hinsetzen. Vielleicht. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Da haben wir nichts Neues. Hier haben wir so eine... Ah ne, die Panzerung haben wir sogar schon. Hier hat man nicht irgendwas aufgenommen. Cat-Panzerung und... Ich möchte eigentlich keine Cat-Panzerung nehmen. Die können wir auch mal verwenden. Hier könnten wir uns andere Leute dazu holen, wenn wir wollten. Habe ich hier noch einen Slot für... Ne, habe ich nicht. Okay. Gut. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Halt, hier ist Kupfer. Freunde! Das sieht nach einer Art Cat-Einrichtung aus. Wir haben gesehen, wie Sie diese Tech auf Habitat 7 erforscht haben. Ich bezweifle, dass das ein Zufall ist. Aber wenn wir einen Blick darauf werfen wollen... Ich kriege keine Bodenhaftung. Es ist zu steil. Schalten Sie auf Sechsradantrieb um. Dann kommen Sie sofort auf. Ah, gut zu wissen. So, mit Munition geht es gleich viel einfacher. Alter Schwede. Ich hoffe, die Deckung gilt auch für uns. Ich glaube, ich spinne. Was ist denn das? Los, vorwärts. Alter, was ist denn das? Ja, nee, ich scanne erstmal.
Nein! Deckung! Also den ist erledigt, den da. Fuck. Zuerst den, nachladen, dann hole ich mir die andere Waffe. So. Alles mitnehmen, Schrotflinte. Scheiß Alien. Ich frage mich, warum wir die nochmals. Was? Ich gehe weiter, ich habe keinen Bock. Okay, ist noch ein Generator. Aber wir können mal draufsteigen, okay. Ah, da unten ist noch. Diese Kette hinter uns her? Ach, jetzt kämpfe ich für den Monolithen. Achso, ich wollte eigentlich die Forschungsdaten. Na gut, dann machen wir zuerst den Monolithen.